So, da ist mir doch glatt zum zweiten Mal heute der Stream abgeschmiert. Ich hoffe nicht, ich hoffe, das ist nicht zu lange her. So, dann heißt es hier jetzt nochmal warten. Ich gebe euch so lange ein paar Clips. Ihr müsst den Ladebalken nicht nochmal so lange ertragen. Da. Ich bin halt echt einfach ein geiler Typ so. Die Leute lieben mich alle. Ah! Aua! Fuck! Ah, in die Fresse rein, du! Oh, was? Das war ja. Bin fast dafür, nochmal einen Mixer mitzunehmen, damit wir noch zwei Rapid-Mixer machen können, damit sich das hier richtig lohnt. Genau, Mixer! dann fühle ich auch, dass wir hier da ein bisschen knapp Nein! sind. Was hat er getan? Ja, der Ausschnitt. Ja, es kommt davon, wenn fast alle in meiner Community schwul sind, dann macht man mit Ausschnitten nicht viel. Außer ich. So, Wie kommt's? Vito, oh, wie kommt das? mein geistliches Oberhaupt ist hier. Fürwahr. Ich Sagte predige hier ihm. seit einer Stunde. Es ist sehr schwer. Vielleicht habt ihr ein paar gute, unterstützende Argumente im Sinne unseres Herrn Iluvatar. Ich Sehr würde gutes Wappen. vorschlagen, dass wir uns einfach mal den mongolischen Herrscher in ein Sechs-Augen-Gespräch mitnehmen. Sechs Augen gefällt. So. Tetris bringt uns hier zum Ende. Und jetzt bitte im Ziel landen. Nein, da, ihr verarscht mich, das kann nicht sein. Oh, du dummer Idiot. Dreh dich doch erst ein bisschen weiter. Jetzt bist du letzter geworden. Ich hab zum Länge Schluss habe doch ich. noch einen Schwanz geleckt. Ich habe halt. Bestes Spiel. Oh, Ich die Nummer. habe halt den Schwanz gegriffen, aber ich habe ihn nicht bekommen. Dann habe ich geleckt und ihn dann Krass, doch du. auf einmal bekommen. Kurz bevor Ja, er so ist fesselt war. das. Obwohl ich nicht mal neben jemanden stand. Man muss nur freundlich lecken, dann kriegt man den Schwanz. Ha. Einfach einmal lecken, Hürde. Da wird es jetzt ein bisschen warm bei dir. Oh Gott. Da hat sie den Trichter erreicht. Jochen! Oh, Jochen hat es noch ins Loch geschafft. Gib Gas, Jochen. Oh, das wird verdammt knapp, Jochen. Komm besser schnell durch das Mäuselabyrinth. Das wird sonst ganz schön ungemütlich. Jochen! Jochen! Oh gut, Jochen, du überlebst. Huiuiui, das war aber eng, ey. So, wir gucken gerade in diese Richtung und hier geht's in die Städte rein, überall. Ja. Ich glaube schon. Wir gehen nochmal back to start. Und zwar genau hier. Oder nicht? Das wäre jetzt natürlich der Obershit. Oh! Oh, nicht mal 2 Meter entfernt. So. Das. Kann ich das klippen? Moment, das will ich klippen. Das ist, glaube ich, einer der besten Guesses, die ich je hatte.
ein paar Bäume wachsen. Generell läuft's aber halt wirklich gut. Ach du Scheiße, die sind alle vergammelt, weil ich nie Strom hier hingelegt habe. Die ganze DNA, die wir gehortet haben. Oh, das war ein schlimmer Moment. Der fette Dino, die ganzen scheiß Monster, die Rhinos. Ach nö. Das ist doch richtig scheiße jetzt. Jetzt wird gemabelt. Ach ja, meine Twitch-Drops. Oh nee! Oh, nicht nein, ich weiß nicht, DP. OBS ist irgendwie gecrashed. Und das war's. Ah, bald ist durch. Schon das zweite Mal heute. Das erste Mal war, als City Skylines abgestürzt ist. Aber dieses Mal weiß ich nicht, woran es lag. Ja. Diesmal habe ich es nur wesentlich später gemerkt, glaube ich. Ich glaube, ich war eine ganze Weile weg dieses Mal. Ein paar Minuten. Ich habe dieses Düdüm sogar gehört, aber nicht realisiert, was das, was es war. Ach so, na gut, dann ist das ja nicht so lang. So. Dann können wir jetzt ja weiter sparen. Ich find's so krass, dass wir so wenig Bedürfnis für Industriegebiete haben, so wenig Nachfrage. Ich meine, unser Bedarf an Industrie ist komplett gestillt. Und das, obwohl gefühlt 80% der Firmen leer sind. Heftig. So, noch 40.000. Danach die nächsten Sachen kosten zum Glück weniger. Ne, nicht das Bar-Hotel. Das gute Ding hier. Schneeburg-Restaurant. Ich weiß, dass es so ein Eishotel gibt. Das wurde mir mehrfach bei Galileo vorgestellt. Damals, als ich noch zum Abendessen immer Simpsons geguckt habe und danach noch Galileo, bevor ich dann weiter gezockt habe. Das war die Zeit. GTA San Andreas spielen bis RTL 2 Newstime war. In der Zeit Essen geholt, dann während der Simpsons gegessen, danach noch Galileo geguckt und dann weiter gezockt. Ach ja. In meiner Erinnerung habe ich meine gesamte Jugend ausschließlich GTA San Andreas gespielt. So, 30.000 noch. Lange ist her, ja. Das war, bevor ich meine PlayStation 3 hatte. Meine PlayStation 3 habe ich... Mein erstes Spiel auf der PS3 war Dead Island. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das neu hatte. Oder ob das da schon eine ganze Weile auf dem Markt war. Ich kann also gar nicht sagen, wann ich genau die PS3 geholt habe. Ich weiß aber noch, bevor ich mir die... Ich habe die PS3 relativ spät geholt. Denn ich habe mir zum Ziel gesetzt, bevor ich mir die PS3 hole, alle die Computerbildspiele und Screenfun-Zeitschriften, die ich über die Jahre gesammelt hatte, rauszukramen. Und mir alle PS2-Spiele
anzukreuzen, die mich immer interessiert haben, die ich aber nie haben konnte. Das war nämlich, als ich mir mein erstes Amazon-Konto gemacht habe. Und auf einmal waren alle PlayStation 2-Spiele nur 3 Klicks entfernt für ein paar Euro gebraucht. Sonst war ich halt immer auf das angewiesen, was hier im Edeka oder in Herford dann im Saturn rumlag. Da hat Amazon einiges verändert. Und dann habe ich erstmal alle PlayStation 2-Spiele nachgeholt, die ich verpasst hatte, bevor ich mir die PS3 geholt habe. Die PS4 hatte ich mir relativ zeitig geholt. Watch Dogs war da mein erstes... Nee, gar nicht wahr. Assassin's Creed Black Flag war mein erstes Spiel auf der PS4. Nee, stimmt nicht. Doch, Watch Dogs. Watch Dogs war mein erstes PS4-Spiel. Und Watch Dogs kriegt ja viel Hate und Kritik ab, aber ich mochte es richtig gern. Ich habe das gerne gespielt. Die Leute haben wahrscheinlich einfach was anderes erwartet. Und mein erstes PS5-Spiel, das... Darauf warten wir noch. So, kann ich jetzt bitte die Kohle hier mal in die Hände kriegen? Ah, 15.000 noch. Aber ich rätsel auch. Was soll mein erstes Spiel auf der PS5 dann irgendwann mal sein? Last of Us 2 oder Cyberpunk? Schwer. Wahrscheinlich Last of Us. Ach, Freunde. Ah, wir verlieren auch ordentlich Einwohner die ganze Zeit. Aber egal, sobald wir das hier alles zur Besiedlung freigeben, wird die Bewohnerzahl einfach explodieren. Komm noch 7.000, Mann. Lass mich dieses dumme Scheißteil jetzt endlich bauen. Ja, oh. Ich glaube auch, dass ich die... Ich glaube, GTA 6 kommt noch, bevor ich mir eine PS5 hole. Das wäre wahrscheinlich wirklich der würdigste Titel. Das Problem ist halt, dass ich, wenn ich danach Last of Us oder Cyberpunk spiele, ist das ja quasi ein Rückschritt. Ja, aber GTA 6, das ist wirklich ein richtig guter Punkt. Ich habe mir den Trailer gestern zum ersten Mal angeguckt. Richtig, richtig geil. Erst war ich skeptisch, weil ich dachte, oh, Vice City... Ist Vice City wirklich spannend außerhalb halt der 80er oder 70er oder was das bei GTA Vice City war? Aber ich habe dabei nicht bedacht, dass es... Oh, wir sind die ganze Zeit auf Tempo 1 gewesen, darum hat es so lange gedauert. Aber ich habe dabei bedacht, dass es ja nicht nur um Miami geht, sondern um Florida allgemein. Und dieses ganze Florida-Man-Phänomen... Also seit ich das realisiert habe, bin ich auch wesentlich heißer auf GTA 6. Nicht, dass es irgendwas bräuchte für mich, um heiß auf ein neues GTA zu sein. Aber ich bin auf jeden Fall hyped. Hallo, ich möchte... Manchmal lässt sich die Nummer hier nicht drehen, ey. Hallo. Kamera. Ich drücke die Maustaste rein, die mittlere, aber ich kann die Kamera nicht schwenken.
Was ist denn jetzt los? Naja. Da, das dumme Kackteil haben wir jetzt endlich gebaut. Das Ding haben wir auch. Da. Festivalgelände, nochmal 60k. Holy shit, Alter. Hab keine PS5 und werde mir, denke, keine holen. Ja, ich rede da auch so von, als wäre es so selbstverständlich, dass ich sie mir hole. Aber wenn ich ehrlich bin, seit ich angefangen habe zu streamen, habe ich halt so gut wie gar nicht mehr an der Konsole gespielt. Weil ich stream halt vom PC, außer jetzt mit der Capture Card XCOM. Und ich habe auch gar nicht die Zeit für große Spiele, weil ich halt fast jeden Tag streame. Wahrscheinlich hole ich mir die PS5 dann, wenn ich irgendwann mit Stream aufhöre, weil ich zu alt bin oder was auch immer. Oder wenn ich wegen irgendwas gebannt wurde. Ich fürchte auch, ich hole mir keine die PS5 nicht, solange ich stream. Ich zock privat eigentlich auch nur noch die Spiele, die ich im Stream spiele. Oh, Alter, er ist 7000. Alter, wir sind ja wieder auf Tempo 1. Warum? Los, gib mir die Kohle jetzt. So, jetzt gibt es ein Festivalgelände. Wer auch immer Bock auf ein Festival hat, bei dieser Schneelandschaft, aber ist ja nicht mein Problem. Jo. Ja, PS4 Pro habe ich mir zum Beispiel nie geholt. Weil ich ja schon die PS4 hatte. Aber die ist dann auch wieder so teuer. Und Grafik ist mir auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich würde ich auf die PS5 Pro verzichten. Und mir dafür eine viel günstigere normale PS5 holen. Als die Pro-Version. Kommen Sie auf das verschneite Festivalgelände. Die Lungenentzündung gibt's dazu. Ah, wir haben auch 1000 Einwohner verloren in der Zwischenzeit oder so. Oder sogar mehr. Das merkt man auch an den Einnahmen. Das wird alles weniger. Wir müssen hier wirklich mal fertig werden. Wir müssen auch Schulen bauen und Uni und alles. Feuerwehr, Polizei, alles. Die ganze Infrastruktur fehlt noch. Das Wasserkraftwerk. Wir werden auf jeden Fall das Wasserkraftwerk brauchen, um diese Stadt hier zu versorgen. Alter, immer noch 30k. Aber die Sonne geht wieder auf. Alter, gleich ist 5.30 Uhr. Oh. So, jetzt kommen die Einnahmen wieder. So, 12.000 plus. So, wir haben die 50k. 52, 53, 54, 55. Nur weiter, nur weiter. Und zack. Festivalgelände. Dann zum Festivalgelände kommt noch dieser komische Fanpark. Der kostet zum Glück nur 25k. Hm.
Laternenfestival, ha? Geh du bitte mal hier hin. Damit der hier neben kann. Ey, warum wieder nur noch 10.000? Wahnsinn, wir brauchen die Kohle. Ich heb hier gleich die Steuern an. Ich zieh die Maut gleich auf Maximum. Ja, Strom, Schmum. So, da haben wir wieder 10.000. Und... Plopp. Sehr schön. Statue des Wohlstands. Ey. 25.000, 10.000, 17.500. Wo ist hier eigentlich noch Platz? Eigentlich sieht der schon relativ fertig aus. Hier ginge noch ein bisschen was. Ah, jetzt muss man hier schon echt aussuchen. Was davon wollen wir unbedingt noch? Das hier sind halt Riesensachen. Das kommt hier nicht in den Park. Ja, so eine lustige Pagode irgendwie, aber... Nee. Die haben ja auch schon genug Asia-Thema. So ein Observatorium, Opern, ja, Opernhaus. Hier haben wir noch gar nichts freigeschaltet, passt. Noch ein Wellness-Hotel. Drei verschiedene Spas und Wellness-Hotels. Einkaufszentrum der Mäßigung. Oh, Brunnen. Aber teuer. Na, gucken wir mal. So, Statue des Wohlstands. Und Shoppingstatue. Zack. Und was war das hier? Platz der Toten für 17.000. Der passt noch da gut hin. So, Platz der Toten. Oh, der Platz der Toten hat hier so einen Lärmradius. Sind das Geister oder trauernde Leute?
Oh, wir haben es wieder Nacht. Nervig. Da bricht der Zaster immer so stark ein. Was man in diesem Park alles machen kann, das ist einfach ein Vergnügungspark. Okay, was haben wir als nächstes? Ja, den Kölner Dom in den Stadtpark rein, warum nicht? Alter, was ist das denn Ekliges? Nee, keine riesige Spinnenstatue. Dann kommt hier doch keiner mehr hin. Oida. T43. Hier die Twin Towers. Ey! Bleiben Sie hier! Was bist du? St. David's Cathedral. Alter, botanischer Garten. Ah, wir haben doch schon 9. Nee, 2 botanische Gärten brauchen wir nicht. Alter, 20.000, 30.000, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Das ist jetzt ja nur noch Spielzeitverlängerung, um mich vom Schlafen abzuhalten hier. Quelle von Leben und Tod. Freundlicher Stadtpark. Passt gar nicht. Ah, oh, so winzig und kostet 20.000, Alter? Bist du dumm? Ich glaub nicht, mein Freund. Ich glaub nicht. Junge, Junge, wer hat sich den Preis ausgedacht? Ja, hab doch ein Rad ab. Aber jetzt brauche ich. Ich brauche jetzt halt noch irgendwas hier. Sonst ist das hier doch voll asymmetrisch. Muss ich jetzt echt diese hässliche Spinnstatue nehmen? Boah, Alter. Schande. Okay, Quelle von Leben und Tod. Da. Und der angebliche freundliche Stadtpark. Gehst du auch noch woanders? Hier oder so? Ich mag das nicht, dass der hier so einen Seiteneingang hat. Boah, na gut, hat der hier ja auch. Na, meinetwegen. So. Dann sind wir jetzt fertig mit dem Park. Juhu! Was sagt der Bodenrichtwert? Nee, das ist nicht der Richtwert. Hier. Ehrlich gesagt, aber vieles davon ist auch noch... Ja, das meiste ist noch gar nicht mit Strom und Wasser angeschlossen. Das wird noch gar nicht reingezählt. Das ist also in Ordnung so. Dann...
werden jetzt nur noch Straßen gezogen. Und je nachdem, wo wir sind, andere Straßen. Let's go. Was ist das? Ach, guck mal, Stein da hinten, der interessiert mich doch nicht. Oh nee, warte mal. Na gut, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das sollte eigentlich die Straße sein, die aus der Stadt schon rausführt. So, dann halt von mir aus ab da. So. Was? So, und hier unten ist einfach nur hässlichstes Schachbrettmuster angesagt. Mit nicht überall. Nur bis hier, denn ab hier ist wieder edel. Edel. Das muss hier schon klar abgegrenzt werden. Wollen wir mal.
Das bereits belegt, so ein Quatsch. Hier, da. Hä? Okay, wo ist das Problem? Da, geht doch. Hässlich, hässlich. Wunderbar hässlich. Richtig schön. Zum Kotzen Schachbrettmuster. So wie so ein ordentliches Manhattan aussehen muss. Na? Na? Ach so, das Geld ist das Problem. Da hilft ja einfach ein bisschen warten. Der Streifen hier bleibt ein bisschen frei. Na gut, hier müssen wir tatsächlich ein bisschen mit dem Bogen arbeiten. Was ist das denn hier? Hey, was für eine Selbstfolter mit diesen dieser hässlichen Bauweise. Ja, es ist gar nicht so schachbrettmäßig, wie ich es eigentlich haben wollte. Ich kann nicht mal hässlich bauen, wenn ich es will. Das ziehe ich daraus.
Aber hier muss einfach jeder Millimeter genutzt werden. So, das ist der Norden des Kanals. Der ist fast fertig. Hier ist der Central Park. Da könnte man tatsächlich, wenn man das denn jetzt unbedingt wollen würde, vielleicht noch ein bisschen dafür sorgen, dass das seinem Namen als Park auch gerecht wird. Ah, da wäre jetzt so ein Malwerkzeug gut. Einfach drüber ziehen und Bäume pflanzen. Mehr. Was ist das? Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist diese Laternenfestival-Geschichte. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich kriege hier gleich eine Entzündung im Fingergelenk. Immer auch wesentlich grüner sein, aber wir haben uns halt für Winter entschieden. Was wollte ich machen? Hier, die Straßen. So, kriege ich es jetzt vielleicht mal über mich, ein ordentliches Schachbrettmuster hinzukriegen. Los, Bürger! Nochmal schön die Steuern reinhauen. Das zahlt sich nachher alles aus. Ich schwör's. Ja, hier wird reingeschachbrettet.
wunderbarer ästhetischer Albtraum. Oh, lassen wir das hier noch rübergehen? Ja, warum nicht, ne? Hier bis... Ja, warum nicht? Genauso hässlich wie New York. Das muss das Ziel sein. Dieser Sprung, ey. Nee, das muss nicht. Den Verkehr will ich mir da gar nicht vorstellen. Wollen wir den gesamten Stadionverkehr über die Autobahn regeln? Oder schließen wir hier noch Straßen an? Ich meine, kann doch eigentlich nur für eine Entlastung sorgen. Ja, sonst müssen... Ja, ja. Ach nö! Willst du mich verarschen, Alter? So, was ist schneller? Das Geld ausgeben oder das Geld reinholen? Der ewige Wettkampf. Bitte, stören Sie nicht. Was ist das hier eigentlich? Ach, von der Auffahrt die Straße. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich frage mich gerade, ist das so gut, das hier alles mit den kleinen Straßen zu machen? Den zweispurigen? Wäre anders wahrscheinlich schlauer. Okay.
Scheiße. Oh Mann. Ach, fuck. Hier, lasse ich das mal so. Dann gucken wir mal, welcher Stadtseite es am Ende besser geht. Die Sonne muss aufgehen, damit wieder Geld in die Kasse kommt. So, das hier ist die Grenze. Das sieht da ein bisschen aus wie Ost- und West-Berlin. Mit den verschiedenen farbigen Laternen da. Gott sei Dank, die Sonne geht auf. Her mit all ihrem Geld. Oh, das geht nicht wegen dem Bahnhof da. Das ist problematisch. Die Brücke, das geht nicht. Na gut. Ach, da geht die Brücke aber, oder was? Aha. Ach, der Kanal? Ach, scheiß drauf, wirklich. Oh, da ist die Kasse leer gegangen. Moment mal, wir machen Minusgeld? Aber ich bin noch nicht fertig. Ups. Was ist hier denn eigentlich los? Was? Was ist das? Ach komm, ich habe keine 100. Ja. Will ich jetzt einen Kredit aufnehmen? Mir aus. So. Danke, du Schwein.
So, da machen wir auch wieder Plus. Wenn auch, ja doch, ein bisschen. Ja, guck mal, da kommt das Geld wieder. So. Wir haben ein bisschen Stromprobleme. Ja, das hier, das wird alles ändern. Ja, wir könnten auch noch ein... Ja, wir sind ja noch voll auf Öl und so. Oh, 12.000 aber. Nee, komm. Machen wir hier weiter. Das wollen wir bitte noch fertig bekommen. Oh, nee. So, da waren wir ein bisschen voreilig. Keine Verbesserung dieses Tubes möglich. Aha. Und wir bauen wieder. Hoppala. Egal. Wird ignoriert. Gott, das ist so hirnerweichend, hässlich und anspruchslos. Oh, hier dürfen wir jetzt nicht, oder was? Bereits belegt. Dann müssen wir wieder sprengen. Was soll das heißen, Ort bereits belegt? Da ist der Stelzen wieder im Wasser. So. Sechs. Sieben. Achttausend.
Oh, so wenig Geld. Nachts. Alter, nachts ist hier wirklich... Ei. Ei, ei, ei. Aber bald. Bald. Wir wirtschaften hier echt die Stadtkasse leer. Minus 22 Grad, 23, 4. Oha. Minus 26. Sehr gut. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Diese scheiß Kanäle, Mann. Käsekästchen. Okay. Bald haben wir es überstanden. Hier darf das alles schon mal ein bisschen hübscher werden wieder. Ort bereits belegt, wovon? Hä? Dann so. Ja. Hier sehe ich doch die Chance. Alter, beruhig dich, Mann.
für irgendeinen winzig kleinen Park. Aber wo waren die? Es gab irgendwo so ganz kleine Parks. Hier war das nicht. Ja, sowas. Nur noch kleiner. Kleiner Parken, hm? Ja. Ja. Das sind da die normalen Parks hier. Da waren doch noch... Ist ja auch egal. Da waren auf jeden Fall noch kleinere. Ja, keine Ahnung, wo die waren. So, hier noch ein bisschen was für den Bodenrichtwert. Und zurück zum Straßenbau. Bald haben wir es überstanden mit der, mit diesem ästhetischen Versündigen. Ich glaube, hier kriegen wir keine zwei Straßen rein. Das heißt, wir verschwenden hier ein bisschen Raum. Das sieht gar nicht fein aus, aber gut. Naja. Bisschen unnötig gewesen. Ja, nee, vergiss es. Okay. Oh. Okay, wir haben doch noch ein bisschen was vor uns. Ah, das ist mehr... Das ist nicht so viel, wie es aussieht. Hier mit so ein paar langen Linien haben wir das drin.
So, was ist das hier? Der Autobahn. Vielleicht lassen wir das auch frei. Ja, lassen wir es mal frei. Oh, Einwohner der Stadt. Ihr müsst wieder reinbuttern. Die Kohlen gehen uns wieder aus. Leistet euren Beitrag. Hier dürfen wir wieder Hübschi. Los, wir brauchen Geld. Geld, sag ich. Oh, haben wir schon Fußballspieltage? Warte mal, da gucken wir aber gleich mal. Nee, das hat doch noch gar keinen Strom, oder? Hallo? Komm, jetzt schmeiß mal rüber hier den Cash. In die Tasche. Das ist bereits belegt, ey. Nee, scheiß drauf, ey. Diese Brückenbauerei da. Echt nicht. Echt nicht. Echt kein Bock, Mann. Wir haben ja schon genug Brücken. Ah, guck mal, das Geld wird wieder mehr. Obwohl wir es mitten in der Nacht haben. Das geht ja gar nicht. Jedes kleine Stück Straße muss man sich hier vom Munde absparen. So, Zeit für die Hässlichkeit. Sehr schön hässlich. Okay.
Jetzt noch hier der Süden vom Central Park. Wir machen wieder richtiges Geld. Enger. So. So, dann kommen jetzt nur noch die schönen Viertel dran. Die kriegen hier die Straßen mit den Bäumen. Und die kriegen auch ein bisschen mehr Liebe. Darf ich? Doch, hier ist so. Die Frage ist nur, gibt es hier dann auch noch Querstraßen? Hier jetzt vielleicht nicht, aber die ist hier schon ganz schön lang. That's it. Und hier ist da überall noch mal ein bisschen mehr Strecke. Das ist ein langer Streifen hier. Ganz ungenutzt, oder was?
Nee, hier nicht. So, gucken wir mal stattdessen hier rein. Oh, scheiße, es ist 6:30, Mann. Fuck. Ja, ich übertreibe schon wieder ohne Ende. So wird das nichts mit dem gesunden Schlafrhythmus. Wo ist die Zeit hin? Na, hier ist die Zeit. Beim darauf warten, dass die Kohle zusammenkommt. Wie lange streamst du schon? Seit 20 Uhr. Zwischendurch ist der Stream zweimal abgekackt. Darum sind wir gerade auf 1,5 Stunden hier. Aber eigentlich streamen wir seit 10,5 Stunden? Ungefähr. Das ist dieses verfluchte Spiel, sage ich dir. Verdammt. Hier noch irgendeinen kleinen Park. Ach, frontal geht das immer nicht. Aber wir können da ja ein bisschen schummeln. Oh. So. So, wie geht's denn, Cola Keks? Alles gut. Egal, komm. Es sind zu viele Straßenarten, Mann. Fucking hell. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen, egal. Bonla, dich müssen wir hier jetzt upgraden. Oh nee, Quatsch. Hoppala. Nö, wieder zurück. Und wieder Geld rausgeschmissen. Sehr gut, so mögen wir das. So. Gleich fertig. Gleich endlich fertig.
Ich hasse es, ey, dieses Viertel mit diesem hässlichen Schachbrettmuster. Aber gut, wenn man für die New York Manhattan Ästhetik geht, dann braucht man das halt so. Na. So. So. Hier unten ist die schöne Gegend. Hier ist auch noch, weiß ich nicht, was man damit, ob man das jetzt alles freilässt oder ob man da, ob einem da noch was einfällt. Aber soweit war's das jetzt endlich. Beim nächsten Mal können wir die Leute dann einziehen lassen. Jetzt können wir hier noch irgendwie Solarzellen verteilen, Windräder verteilen. Und so, dann ist die Gegend hier wenigstens für irgendwas gut. Genau wie hier. Ja, mir geht's eigentlich auch relativ gut. Ich war jetzt eine Weile relativ krank. Also langsam geht's wieder bergauf. Ja, und ich habe aktuell sehr viel Spaß mit City Skyline Stream. Am 1. Dezember hatten wir zweijährigen Stream-Geburtstag. Da haben wir 17 Stunden lang gespielt. Jetzt auch wieder 10,5. Geht gut voran, würde ich sagen. Ja. Mache ich das jetzt auch noch? Ach, scheiße, was soll's. Das hier ist alles residential. Aber wir dürfen hier auch nicht einfach grob irgendwas machen. Warte mal. Das muss hier jetzt schon überlegt sein. Aber das hier auf jeden Fall erstmal alles residential. Und zwar mit hoher Dichte. Ich will hier Hochhäuser und Wolkenkratzer haben. All the way. Oh, aber auch nicht vergessen, Büro. Büros haben wir jetzt ja auch. Hier. Machen wir hier doch mal Büro. So, das ist schon mal klar. Das hier auch noch Resi.
Okay, jetzt muss ich kurz was googeln. Beziehungsweise nicht googeln, sondern im Steam Workshop gucken. City Skylines. Japan 2020. Komm. Warte, das hier steht ja, hier steht doch, wie es heißt. Japanese Commercial. Hey. Hey! Kommen Sie bitte zurück. Was? Also, ja. Ah, oh, was ist hier jetzt wieder? Nee. Danke sehr. Das ist High Density, ne? Oh, beides. Beides. Na gut, dann mache ich High. High Density. Vorsichtig. So. Alles High-Density-Wohngebiete. Da oben noch nicht, da muss ich noch überlegen. Da auf der anderen Straßenseite. So, das könnten wir jetzt halt... Na, wir machen es wie da drunter. Das hier High-Density-Wohngebiete. Das hier Büro. Hier müssen wir noch gucken. Und weiter. So, ich will da nachher auf jeden Fall einen schönen organischen Mix draus haben. Das hier ist alles klein Akihabara. Das hier nicht mehr. Ach, du dummes Ding. So. Zack, zack.
ist ein bisschen eine Fleißarbeit. Danke sehr. So, jetzt habe ich den Chat wieder. So. Und hier wird es dann nämlich interessant. Das lassen wir noch. Und eigentlich hat uns Crystal ja gesagt, man sollte Sachen erst nach und nach freigeben. Damit nicht alle Leute immer gleich alt sind, aber jetzt ist es zu spät. Okay. Und südlich vom Central Park. Parco Centrale. Sí, señor. Nein. Okay, hier ist jetzt wieder ein bisschen kniffliger. Nee. Rund um den Central Park wollen wir überall Residential. Große, dicke, fette Residential. Was wird sich die Stadt freuen? Ah, so viel noch. Das, by the way, kann alles Industrie sein. Nicht, dass es eine Nachfrage gäbe, aber... Ah nee, das wollten wir extra nicht. So. Oh boy, okay. Let's go. Ja, aber so geht das ja relativ schnell.
halb so wild. Oh oh. Ich male alles an. Einfach weil ich's kann. Du hier nicht, aber hier alles schon. Ich werd verrückt, ey. Zu viele Stunden City Skylines gestreamt. Wahnsinn nimmt langsam Überhand. Ja, nee, die Büros kommen wieder nach da oben. Welche Gebäude werden höher? Büros oder Wohngebäude? Vielleicht Büros. Dann sollte ich eigentlich mehr Büros im Zentrum bauen. Napoli. Jetzt hier mal nicht. Der war gut. Das war mein Körper, der gesagt hat: Was tust du, Mann? Geh schlafen. Gönn dir eine Pizza und dann ab ins Bett. Und das klingt wirklich nach einem ganz vorzüglichen Plan, wenn ich ehrlich bin. Okay. Drei Viertel geschafft. Weiter geht's. Oh Gott, oh Gott. Ganz grauenhaft. Okay. Na, warte mal. Hier mal noch nicht. Das Stadion ist scheiße laut, ne? Sehe ich jetzt gar nicht.
So. Richtig konzentriertes Gepinsel hier. Oh, das wird so schön, das alles wachsen zu sehen. Mit diesem hohen Bedarf an Residential Area. Das wird alles wert gewesen sein. Sagte ich er sich selbst und hoffte, dass es auch stimmt. Ui. Haben wir doch schon ein gutes Stück geschafft. Man muss sich nur selbst gut zureden. Gleich kommt zum Glück wieder ein etwas kreativerer Teil. Na, da muss ich noch überlegen. Ach, was wird das fein, wenn sie das alles bauen? Sechs Leute gucken sich das an. Ihr seid doch schon vor Stunden eingeschlafen. Gib's doch zu. Im Traum. Residential. Ich überlege halt, ab wo sind Büros? Wie viele Büros braucht man? Shit, hier wird jetzt einfach zack. Boom, boom, boom. Alles weggemacht. Na gut, so boom, boom, boom vielleicht doch nicht. So. Oh, hier ist ja immer noch so viel. Komm hier, Kahlschlag.
Ah, nö. So. So, was machen wir hier? Okay, als nächstes Büros. Den haben wir schon gesagt. Hier. Ein paar richtig schicke, teure Grundstücke kriegen die. Ja, noch Büros. Ich weiß nicht. Boah, ist das viel oder wenig für Büro? Ich meine, wir haben kaum gebildete Bürger, also... Vielleicht sollten wir uns einfach noch ein paar Kapazitäten offen lassen. So. Low Commercial. Was gehört alles zu Chinatown? Ja, das hier unten gehört noch so ein bisschen dazu, ne? Das hier bei der Autobahn, das sind alles die schäbigen Ecken. Hat sich gerade die Lichtstimmung geändert? Ah, die Zeit läuft doch gar nicht. Oh, hier haben wir noch Büropotenzial. Hier am Kanal entlang, das kann alles noch Büro werden. So, und je weiter man hier hochkommt, desto schäbiger wird alles.
weiß ich halt nicht, ne? Das lassen wir uns noch offen. Oh, nee, Moment. Oh. Und alles wieder weg. Scheiße. Verkackt. Ja, obwohl, nee, doch. Da gibt's hier. Boah, Alter. In dem Pack gibt's hier auch Low. Und wieder hin. Und zack. Ja, das hier weiß ich noch nicht. Diese ganze Linie und hier. Hier wieder. Da können wir alles noch Commercial reinsetzen später, wenn wir noch brauchen. So. So machen wir das. Darunter könnten theoretisch noch Büros werden. Okay, hier angefangen. Ach. So. Das könnten Büros sein. Ja, es könnten wieder Büros sein. Oh. Mach.
Na, das sind noch Büros. Das könnte Commercial oder Büro sein, alles. Hier. Ja, diese Gegenden hier. Komm hier. Ja, diese Linie da weiß ich immer nicht. So neben der Autobahn, das könnte Commercial sein oder Residential. Will doch eh kein Schwein wohnen. So, dann hier beim Fußballstadion, ganz klar. Fanshops und Fressbuden und all so ein Scheiß. Na komm. Okay. Hier gucken wir alles noch. Hier vom Bahnhof. So. Jetzt Commercial mit hoher Dichte. Ja. Klein Akihabara. Akihabara, Kadabara. So, schön ausgemalt. Das hier oben auch. Und hier quasi diese Main Street runter. Oh, hoppala. So. Meh. Ja, wobei, das könnte hier wieder Büro sein. Oder Wohnen. Nee, warte mal, das hier sind Wohnhäuser. Hier am Central Park, das sind Wohnhäuser.
So, und weiter. Hier weiß ich noch nicht. Ja, wohl doch. Zumindest mal so weit. Chinatown haben wir noch nicht angefasst. Hier so. Da. So. Hier. An der Seite vom Highway. Da haben wir noch nicht geguckt. Hier in diesem quasi Grenzgebiet. Hier neben dem Highway haben wir teilweise noch nicht geguckt. Beziehungsweise sind uns einfach noch nicht sicher. Hier oben. Hier am Kanal lang. Und hier unten. Ja gut, hier ist nochmal was ganz anderes. Okay, wir müssen Chinatown noch machen und hier oben müssen wir noch machen. Und der Central Park. Schrebergarten. So. Ist hier überhaupt Platz für eine Schrebergartenlandschaft? Oder lege ich die Idee einfach lieber wieder ad acta? Ehrlich gesagt will ich da gar keinen Schrebergarten mehr reinmachen. Das machen wir dann einfach woanders. So, Chinatown. Ich habe keine Ahnung, auf was dieses, woraus dieses Set so besteht.